Willkommen bei BusTV, willkommen in Dresden. Ich stehe hier an der Semperoper und womit stehe ich hier? Die Kamera kann es zeigen. Mit einem MAN Lions Coach, nicht irgendeiner, man sieht es da oben. Es ist der Coach of the Year 2020. Im Sommer dieses Jahres haben wir den Bus in Rumänien in Sibiu getestet. Und er hat sich durchgesetzt gegen 4 weitere Bewerber und er wurde mit einem recht komfortablen Stimmenvorteil, Punktvorteil gewählt zum Sieger und kann sich jetzt ab nächstem Jahr mit diesem Titel schmücken. Und ich will einfach mal sehen, verdient dieser Bus den Titel Coach of the Year oder hat er vielleicht doch die eine oder andere Schwäche, weil wir wissen, perfekt ist niemand. Aber schauen wir mal. Hier vorne haben wir, meiner Meinung nach, gehört zu den schönsten Busscheinwerfern, die Voll-LED-Scheinwerfer mit dem LED-Tagfahrlicht, welches sich ja auch dann ändert in eine Blinkleuchte. Dann haben wir hier vorne verchromt diese Stange, die Spange mit dem Löwen und das dreidimensionale MAN-Logo. Um hier vorne ranzukommen, das geht ganz einfach, von außen öffnen, dann haben wir hier, die Kamera zeigt es vielleicht mal, auch so Fangbänder, die kann man dann auch noch rausholen, wenn man möchte, nämlich hier ans Reserverad. Wir haben gerade keins drin in diesem Testbus, aber normalerweise ist das dann hier. Was sich hier verbirgt, das ist der Radarsensor, der ist dann nach oben wegzuklappen. Der ist ja notwendig für den Notbremsassistent, der ist ja gesetzlich vorgeschrieben, also für EABS. Dann haben wir hier einen kleinen Riegel. Wenn wir den nach oben betätigen, dann können wir hier die ganze Ecke ausklappen. In dem Fall brauchen wir hier eigentlich nicht dran, weil, wie gesagt, hier sind LED-Scheinwerfer und die, sagt der Hersteller, sagt ja jeder Hersteller, gehen nicht kaputt. Ansonsten, wie gesagt, kann man die Ecke einfach abklappen und auch wieder ranklappen. Das gleiche gilt für die Bugmaske. Gut, dann geht es schon zur Seite weiter. Hier kann man erkennen, das ist eine weitere Tür. Hier hinter verbirgt sich ein Rollstuhllift, also für Rollstühle. Wird ja gerade im Fernbusbereich immer mehr gefordert heutzutage. Und klar, geht auf Kosten der Sitzplätze. Wie viel haben wir hier an Bord? In dieser Konfiguration des Testbusses sind 44 Fahrgastsitze verbaut. 44 recht komfortabel bei einem Bus mit einer Länge von 13 Metern und 10 Zentimeter. 13,10 Meter, zwei Achse. Was ergibt es? Ich kann es mal ganz kurz demonstrieren. Die Kamera bleibt mal stehen. 13 Meter und zwei Achsen ergibt Folgendes. Ein Radstand von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Meter. Der Radstand tatsächlich bei diesem Auto beträgt 7 Meter. Das ergibt natürlich eine schöne Laufruhe, aber auch die eine oder andere Herausforderung, wenn es um enge Kurven geht, wenn manövriert werden muss. Aber ich habe jetzt schon so 250 Kilometer hinter mir und in Rumänien sowieso schon einige Kilometer. Ich sag mal so, wer Bus fahren kann, wer sein Fahrzeug beherrscht, kommt auch mit diesem Auto recht gut zurecht. So, Kofferräume. Die erreichen wir einmal hier über diese Klappen auf der rechten Fahrzeugseite. Und dann öffnet sich ein Kofferraum mit einem Fassungsvermögen von 11 Kubikmeter. 11 Kubikmeter ist eigentlich ganz ordentlich und wir haben nochmal insgesamt 2,2 Kubikmeter oben in den Gepäckablagen. So, und dann haben wir hier noch eine Klappe. Hier befindet sich also die Versorgungstechnik, so ein bisschen die Peripherie für WC, CC und auch die Frischwasserbefüllung. Da haben wir da oben auch noch mal so einen schmalen Tank. Ja? Gut, dann würde ich sagen, hier wieder die Klappe zu. Hinter dieser Klappe verbirgt sich der AdBlue-Tank. Dort ist er auch schon. Und das hier ist die gesamte Abgasbox. Und was wir hier hören ist, wir hatten noch die Standheizung an. Ne? Standheizung. So, dann der Motorraum.
Hier ist er, der bekannte MAN-Motor D26, Hubraum 12,4 Liter, 470 Pferdestärken, 2400 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das schiebt schon ordentlich. Hier haben wir den Kompressor. Das ist ein Taumelscheibenkompressor, eine recht moderne Bauart. Normalerweise haben wir ja so ganz klassische Kolbenkompressoren. Der soll ein bisschen mehr Laufruhe in das ganze Thema bringen. Laufruhe ist sowieso ein ganz gutes Thema. Wir haben nämlich im Kraftstrang auch noch ein Zwei-Massen-Schwungrad verbaut. Und das sorgt dafür, dass wir noch mal deutlich weniger Vibrationen während der Fahrt hier im Fahrzeug haben. Was sowohl das Fahrerlebnis besser macht, als eben auch die Geräuschentwicklung. Ja? Gut, das ist der Motor. Muss eigentlich nicht weiter erklärt werden. Wir haben hier Feuerbranddetektionsleitungen und auch Feuerlöscheinrichtungen. Wenn die Kamera mal ein bisschen näher rankommt und hier vielleicht auch mal zeigt, das zum Beispiel ist eine der Düsen und hier ist dann auch noch eine. Also die befinden sich im gesamten Motorraum. Da wird dann ein Feuerlöschmittel eingedüst in den Motorraum, der dann halt auch einen Brand im Falle der Fälle löschen soll. Eine kleine Besonderheit bei dem Motor, wir haben ja drei Generatoren, also drei Lichtmaschinen, würde man landläufig sagen. Die sind aber LIN geregelt, das bedeutet so viel wie, die laufen nur dann mit, beziehungsweise dann liegt auch Last an, wenn die halt die Leistung benötigt wird. Das spart im Endeffekt auch nochmal Dieselkraftstoff. Und eine kleine Neuheit ist hier auch bei dem D26, der ja nach Euro 6D Temp Norm mittlerweile arbeitet. Wir haben nur noch eine einstufige Aufladung und nicht mehr wie bisher eine zweistufige. Ja, gut. Dann würde ich sagen, auch hier können wir die Motorraumklappe wieder schließen. Wir gehen noch mal kurz auf die linke Fahrzeugseite. Und auch hier, ich öffne kurz die Klappen, die öffnen ja nach parallel nach oben. Sehr schön gefallen mir hier die Griffe, ergonomisch wirklich gut gelöst. Und wenn sie zu sind, haben wir hier im Gegensatz zu vielen anderen eine geschlossene Fläche. Auch das auch nochmal, wenn vielleicht ein minimaler, aber immerhin ein kleiner Beitrag in Sachen Kraftstoffeffizienz. So, eine ganz kleine Besonderheit, vielleicht kann ich die nachher nochmal vorführen, ist hier, was haben wir denn hier? Ein Roller und nicht nur irgendein Roller, sondern ein Elektroroller. Wofür ist das gut? Ich sage mal, hier schlägt so der Geist von MAN bzw. Neoplan. Vielleicht können sich ja einige erinnern, damals als der Starliner ausgeliefert wurde, gab es ja immer noch Charlie mit dazu. Charlie war ein in Sachsen gebauter, in Plauen hergestellter Elektroroller, gibt es übrigens immer noch. Und wenn der Fahrer den Bus in der Stadt irgendwo weit weg abstellen musste, konnte er sich Charlie nehmen und heute eben einen Elektroroller und bequem zum Hotel fahren. Also das nenne ich mal wirklich Service und man sieht, 11 Kubikmeter Kofferraum, Platz satt, also Platz ist dafür auch noch da. Und wer als Busunternehmer über Fahrermangel klagt, das wäre so ein kleiner Punkt, wo ich sage, Wertschätzung für den Fahrer, warum nicht? Kostet nicht die Welt, aber der Effekt ist gigantisch. Das ist der Hammer. Macht Spaß, oder? So, dann, der Bus hat ja ein Kamerasystem statt Spiegel, aber auch den kann man sich mal, wenn es ganz blöd läuft, abfahren. Und dann hat MAN hier verbaut, man sieht es, einen ganz klassischen Spiegel mit Spiegelarm. Und der lässt sich dann montieren, sowohl links oder rechts anstelle der Kamera. Also, wenn so ein Systemausfall vorhanden ist, dann kann es trotzdem noch weitergehen. Weil ich weiß, diese Frage gab es immer mal wieder. Gut, schauen wir mal, wie die Klappen schließen. Ohne Druck, die ist satt zu. Ich nehme einfach die Hand, lasse sie fallen. Auch hier, ich muss nicht nachdrücken, ausgezeichnet. So, und wenn ich jetzt sehe, bisschen Spiel haben wir bei der nicht, aber die Klappen sind zu. Ja, so sollte es sein. Ich öffne noch mal ganz kurz, habe ich nämlich vergessen, hier diese Klappe. Was verbirgt sich hier? Auf der einen Seite noch ein Raum, da kann der Fahrer so ein bisschen
schmutzresistentes Werkzeug unterbringen. Und hier haben wir halt einen schwenkbaren Kühler, gut und wichtig für die Reinigung. Okay. So, dann haben wir hier noch eine Klappe. Schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Aha, hier sitzen die beiden Fahrzeugbatterien auf dem Schlitten. Den kann ich dann hier rausziehen. Und hier oben haben wir noch mal so ein bisschen Bordwerkzeug und wir haben auch die Kupplung für die Abschleppstange, wenn die mal notwendig sein sollte, und einen kleinen Wagenheber und auch ein Teil der Sicherung sind hier verbaut. Da hinten von Kotex sieht man, das ist der 3000 Watt Spannungswandler, weil wir haben ja auch 220 Volt hier an Bord. Auch das natürlich ist optional, aber das kennt man ja von anderen Fahrzeugen auch. Wenn die Kamera mal kurz da oben auf die Kamera zeigt, dann sieht man, das ist ein recht speziell aussehender Arm. Der wurde aber tatsächlich, so wurde es mir gesagt, bei MAN auch am Computer getestet in Sachen Windschlüpfrigkeit, also Windwiderstandsoptimierung. Deswegen hat der auch so eine sehr interessante Form. Also auch das hat seinen Grund. Gut 2 Meter Innenstehhöhe, das reicht auch für mich mit Schuhen. 1,88 bin ich groß, 44 Sitzplätze und ein Mittelgang ohne Mittelgang sozusagen. Also das heißt, wir haben keinen Mittelgang, sondern einen ebenen Boden. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil unbestreitlich in einem Punkt ist, ich kann hier auch ganz beliebig eine 1+1 oder auch eine 2+1 Bestuhlung realisieren, ohne weitere Aufwände betreiben zu müssen. Gesessen wird, ich zeige es gleich mal, weil wir haben jetzt hier natürlich gerade Wasserpuppen an Bord verbaut, auf Kiel sitzen, Kiel Avance X Sitze, und die sind neu, die sind genauso stabil wie vorher, auch genauso ergonomisch geformt für die Fahrgäste. Man kann hier auch lange Strecken mit gut verreisen, unternehmen. Und der große Vorteil an den Sitzen ist ihre Gewichtsersparnis. Sie wiegen nämlich insgesamt auf so einem 12-Meter-Bus um die 100 Kilogramm weniger. Und man weiß ja, jedes Kilogramm zählt. So, wenn die Kamera mal hier kurz hinschwenkt, dann sieht man hier auch auf der Rückseite des Sitzes eine USB-Steckdose. Ja. Die ist sogar beleuchtet, jeweils links und rechts haben wir eine drauf. Genau, dann kann man hier das ganze Thema Ablagesitz, wir haben hier einen Becherhalter und dann haben wir hier so eine komische Einbuchtung, da kann man beispielsweise ein Tablet ganz gut reinstellen. Jetzt habe ich gerade keins hier, das lehnt dann hier an der Lehne sozusagen und der Fahrgast kann relativ entspannt einen Film gucken. Ja. So, dann gehen wir mal kurz nach hinten. Hier haben wir den WC- und Servicebereich. Auf der Toilette hier befindet sich, man sieht es von der Seite aus ganz gut, noch mal eine kleine Kühlbox. Da passen halt Getränke oder sonst was rein. Dann haben wir hier unten halt das WC. Ist jetzt natürlich gerade verriegelt. Das ist der Vorführeffekt. Hätte ich auch vorher mal drauf achten können. Und hier haben wir dann unsere Küche. Lassen wir uns überraschen, wer ist der Hersteller? Na gut, ganz so groß ist die Überraschung nicht. Der Hersteller ist TM, der Klassiker, 40 Tassen. Und wir haben hier im Gegensatz zu den Fahrzeugen, die ich bisher noch kürzlich testen konnte, noch kein digitales Display, sondern wirklich noch so Schalter und Knöpfe. Ist ja auch nicht verkehrt. Und hier dann halt der Würstchenkocher. Ja. So. Gut. Gut, ich hatte ja versprochen, ein paar Worte noch zum Fahren, zum Fahrverhalten vom MAN Lions Coach hier der aktuellen Generation zu verlieren. Also wir sind, wie gesagt, unterwegs mit einem 13 Meter langen Fahrzeug, 2-Achser, 7 Meter Radstand, angetrieben von einem D26 mit 2400 Newtonmeter maximalem Drehmoment, welches er aus 12,4 Liter Hubraum schöpft, und wir haben 470 Pferdestärken zur Verfügung. Das geschaltet wird der Bus mit dem neuen Traxon-Getriebe. Das nennt sich ja bei MAN nach wie vor MAN Tipmatic. Wir haben hier also ein automatisiertes Schaltgetriebe, 12 Gänge. Die Schaltung ist sehr gut. Wir sind gerade
unterwegs gewesen im Osterzgebirge. Und wer sich hier auskennt, der weiß, das ist anspruchsvoll. Wir sind ständig auch an der tschechischen Grenze entlang gefahren. Es ging also sehr oft 14, 15, 16% Steigung nach oben und auch nach unten. Und ja, das Getriebe hat manchmal an Stellen geschaltet, wo ich gedacht habe, ja, hättest du jetzt mal nicht geschaltet, dann hätten wir keine Geschwindigkeit verloren, aber es ging. Also, wer keine Lust hat, hier manuell einzugreifen, was ich immer noch empfehlen würde, einem versierten Fahrer in solch anspruchsvollen Topografiebedingungen, der kann auch durchaus tatsächlich mit dem Fahrzeug voll beladen. Wir sind hier unterwegs hier mit 19 Tonnen, also wir haben pro Fahrgast jetzt mal mit 100 Kilo gerechnet, also 75 plus den Rest ist dann Gepäck. Also auch voll beladen meistert er auch anspruchsvolles Terrain. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn ich jetzt an der Steigung stehe und anfahre, also losfahre, dann haben wir zwar, dass wir stellenweise die Gänge einzeln durchschalten, allerdings relativ komfortabel. Ja, das geht auch anders. Das hat mir also recht gut gefallen. Ja, wir haben hier ein Kameraersatzsystem, also ein Spiegelsystem mit Kameras und Monitoren. Da muss man sich natürlich erst dran gewöhnen. Es funktioniert, man kann damit arbeiten. Was mir heute Morgen auffiel im Dunkeln und auch gerade in der Stadt war, dass sobald es voll wird, also viele Autos hinter einem sind, auch auf einer Autobahn, die drei- oder vierspurig ist, dann haben wir tatsächlich oft, ich nenne es mal so Lichtflecken irgendwie, ja. Und das fällt mir dann sehr schwer auch einzuschätzen, wie weit sind denn die jetzt noch weg hinter mir, ja. Wir haben ja keine 3D-Dimensionalität mehr durch die Monitore. Beim Spiegel konnte man ja noch ein gewisses räumliches Abschätzung sozusagen feststellen. Das hat man hier leider gar nicht. MAN verzichtet auch auf das Einspiegeln von irgendwelchen Hilfslinien. Das macht Mercedes beim Actros, da gibt es ja das schon, beim LKW also etwas anders. Da haben wir Hilfslinien, da sehe ich also genau die letzte Linie, da ist das Fahrzeug auch zu Ende. Haben wir hier nicht, also es funktioniert. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht so hundertprozentig zufrieden mit der Abbildungsqualität. Das hängt halt zusammen mit den verwendeten Kameras, mit den Sensoren, die dort arbeiten. Das sind halt recht kleine Sensoren, ja. Wahrscheinlich zu vergleichen mit denen, die man auch im Smartphone findet. Und dann haben wir halt den Monitor und da haben wir eine Auflösung, die beträgt leider nicht mal Full-HD-Auflösung. Also das kennt man natürlich auch vom Smartphone schon deutlich besser. Und ich denke, da ist noch Luft nach oben. Das hat jetzt alles nichts mit dem MAN Lions Coach selbst zu tun. Das Fahrzeug an sich gibt es ja auch noch mit ganz konventionellen Spiegeln. Ist ja auch eine Frage nach der Ausfallsicherheit und so weiter und so fort. Aber irgendwann sagen sich die Hersteller, muss man halt auch mal damit anfangen. Ganz klar. Und ja, dann haben wir hier noch ein System verbaut. Das ist das von Mobileye, das ist so eine Art optische Überwachung der linken und rechten Seiten des Fahrzeuges. Also wenn ich Fahrradfahrer oder Fußgänger neben mir habe und ich blinke, dann bekomme ich das auch angezeigt und werde gewarnt. Das ist jetzt nicht im Fahrzeug selber integriert, sondern halt quasi eine Nachrüstlösung, funktioniert auch. Ist aber im Gegensatz zu Setra und Mercedes eben nicht radarbasiert. Ja, dadurch habe ich natürlich deutlich weniger Fehlauslösungen. Es kann aber auch passieren, dass ich, sagen wir mal, vielleicht in der einen oder anderen Stelle zu wenig gewarnt werde. Ja. Dann hat dieses Mobileye-System auch noch so eine Art kleinen Monitor, den zeige ich gerade mal. Da sieht man dann die angezeigte Geschwindigkeit, die gefahren werden darf, also eine Verkehrszeichenerkennung, die gelegentlich nicht ganz hinhaut. Jetzt sind wir zum Beispiel aus der Ortschaft raus, aber ich habe hier immer noch angezeigt, Achtung, 50 km/h. Und ich habe dann auch, wenn ein Fahrzeug vor mir fährt, eine Anzeige von dem Fahrzeug vor mir und das zeigt mir an, wie viele Sekunden der sozusagen von mir entfernt ist. Ja, und wenn ich zu nah dran bin, dann wird dieses Fahrzeug aus dem Zustand grün in rot. Ja. Ist eine Nachrüstlösung, kann man machen, sieht recht neckisch aus. Und mal gucken, wo MAN da in Zukunft hingeht, ob die sagen, wir setzen weiter auf den Anbieter oder wir entwickeln halt auch irgendwann mal eine eigene ins Fahrzeug integrierte Lösung. Ja, aber
es funktioniert. Ja, ansonsten bin ich sehr zufrieden. Das Fahrzeug hat eine unglaubliche Laufruhe, sowohl vorne als auch hinten. Ich habe vorhin mal von Berlin bis Dresden als Fahrgast hier hinten gesessen und es gefällt mir richtig gut. Also wie gesagt, Geräuschdämmung, das funktioniert. Ja. Die Armaturen, das Armaturenbrett, Cockpit-Anordnung funktioniert auch recht gut. Es sind ausreichend Ablagen für den Fahrer da. Ich kann hier auch eine große Flasche mit Wasser unterbringen. Man trinkt zu wenig, ne? Dann haben wir hier einen sehr gut erreichbaren Hebel für die Feststellbremse, für den Federspeicher. Die befindet sich hier oben. Da kommt man also gut dran. Beim VDL beispielsweise ist es ja nur sehr eng alles. Ja. Ist hier nicht der Fall. Wir haben die Automatik wird über einen Drehschalter, kennt man ja auch, bedient. Und dann haben wir hier eine Lenkrad-Fernbedienung für den Tempomaten. Wir können ein bisschen durchs Menü blättern und auch eine Telefonbedienung ist hier möglich. Ja, und ansonsten muss ich sagen, MAN hat sich im Laufe der Jahre tatsächlich ganz enorm verbessert. Ich weiß noch, früher, also vielleicht so vor 20, 25 Jahren, da kenne ich so einige Kollegen, die gesagt haben, MAN Reisebus, ach nee, lass mal, also muss jetzt nicht sein. Heute sieht das ganz anders aus. Dieses Fahrzeug ist tatsächlich technisch und auch vom Image her ganz anders unterwegs als vor 20 Jahren. Und nun ist vom Grundsatz dieser Bus sicherlich nicht, sicherlich keine absolute Neuheit, aber er wurde, sage ich mal, sehr intelligent immer wieder aufgefrischt und also er hat sehr sinnvolle evolutionäre Verbesserungen erfahren. Ein Satz noch zu oder ein Punkt noch zum Thema Assistenzsysteme. Wir haben natürlich hier auch alles an Bord. Also wir haben Notbremsassistenten, wir haben Müdigkeitserkennung, wir haben Fahrspurassistenten, alles im Fahrzeug integriert und wir haben nicht nur einen abstandsbasierten Tempomaten, sondern eben auch, das nennt sich hier bei MAN Efficient Cruise. Das ist, ich nenne es mal, ein höhenbasierter Tempomat. Ja? Also, wenn wir auf der Autobahn fahren und wir fahren leichte Kuppen hoch und runter, dann kann man beobachten, dass wir manchmal in Leerlauf gehen, wenn wir im Tempomat-Modus sind. Dann kuppelt also der Motor aus, das Getriebe. Dann rollen wir. Wir können eine Hysterese einstellen, also beispielsweise sagen, lass uns bis zu 5 km/h unter meinen eingestellten Wert gehen, also 100 minus 5, 95 darfst du rollen, das spart. Oder ich kann auch leicht überschwingen, also 2-3 km/h halt über die eingestellte Höchstgeschwindigkeit. Ja. Und das spart auch nochmal einige Prozent an Kraftstoff. Das kennt man ja mittlerweile von anderen Herstellern auch. Aber hier, ich bin jetzt tatsächlich unterwegs heute nach ungefähr 400 Kilometer gefahren und mir gefällt das System gut. Es arbeitet dann, wenn man es erwarten würde oder auch wenn man es nicht erwartet, denn es ist eigentlich unmerklich. Ja? Und nur wenn ich manchmal so vorne aufs Display gucke, dann sehe ich, ach, wir rollen ja gerade oder wir sind im Eco-Bereich. Das heißt, er schaltet nächst höheren oder sinnvolle nächst niedrigen Gang herunter. Ja? Also das ist ein System, sehr gut, sollte man auch nutzen. So, jetzt sitze ich mal auf dem Beifahrersitz, dem Begleitsitz hier. Ich muss sagen, er ist relativ komfortabel, insofern man das überhaupt von auch nur irgendeinem Begleitsitz sagen kann. Aber ich habe doch ja ausreichend Platz für meine Beine und die Füße. Ja, es gibt hier so eine kleine Aussparung unten. Ich zeige es auch gerade mal, während ich darüber rede. Und man kann, also ich sag mal so, der Sitz lässt sich zwar nicht weiter nach hinten schieben, aber es ist ausreichend. Ein bisschen stoßen meine Knie am Handlauf ab, aber das ist jetzt nicht so weiter dramatisch. Ja, insgesamt, auch dieser Sitz besitzt also zwei Armlehnen. Die muss man allerdings dann auch aktiv unten halten mit seinen Armen. Ja, dann ansonsten gehen sie immer wieder hoch. Genau, so viel zum Fahrersitz. Wir haben hier vorne noch, wie man sieht, eine Service-Rufanzeige. Also wenn ein Fahrgast hinten drückt, dann leuchtet es hier. Nachts leuchtet vorne der Fußraum noch rot auf. Also da ist man dann immer gut im Bilde. Und wir haben dann hier noch einen Schalter für
die Beleuchtung. Dann haben wir oben einen 3-Punkt-LED-Strahler, der dann auch noch relativ hell den Bereich ausleuchtet. Also wenn ich als Reiseleiter oder wie auch immer ein paar Dokumente ausfüllen muss oder nochmal eine Karte nachschauen. Ja. Genau, ansonsten gibt es hier auch einen Becherhalter. Nein, den gibt es nicht. Da hat MAN an einer falschen Stelle gespart, weil auch der Begleiter hat öfter mal einen Kaffeebecher oder irgendwas. Also wäre schon praktisch. Ich gucke gerade mal, man kann ja hier den die ersten Kühlschrankabdeckung hochklappen, aber auch da befindet sich kein Becherhalter. Gut, gebe ich mal den Entwicklungsingenieuren mal mit auf den Weg, das vielleicht noch zu verbauen. Ansonsten, der MAN Lions Coach, jetzt mal wie gesagt, nicht von der linken Seite, von der Fahrerseite aus betrachtet, sondern mal so ein paar Worte zum Fahren an sich. Das Geräuschniveau hier im MAN Lions Coach ist sowohl vorne, Mitte als auch hinten ausgesprochen gut. Da gibt es tatsächlich auch deutlich teurere Reisebusse. Die sind erheblich lauter unterwegs bei Tempo 80 oder auch bei Tempo 100. Also das Thema Geräuschdämmung ist hier sehr gut gelöst. Dazu kommt, wir haben natürlich auch explizit hier eine auf dem Bus optimierte Hinterachse. Die macht dann auch weniger Geräusche. Wir haben ja das Traxon-Getriebe hier an Bord verbaut. Das ist ja ein automatisiertes ZF-12-Gang-Getriebe, der Nachfolger der Astronic. Und auch da sind jetzt keine größeren Geräuschentwicklungen zu vernehmen. Also alles sehr gut. Überhaupt macht der Bus für die Fahrgäste im Innenraum recht hochwertigen Eindruck. Man glaubt gar nicht, dass man in so einem Business-Segment sich befindet. Also ich würde es nicht mal unter Budget einsortieren, sondern schon, es ist schon ein hochwertiges Wirtschaftsfahrzeug. Ja, ansonsten, die Materialien, die hier verbaut sind, wirken recht hochwertig, modern, aber auch gleichzeitig noch strapazierfähig. Das ist ja mal wichtig, weil wir fahren ja nicht nur die hochwertige Vorstandsetage, sondern wenn so ein Fahrzeug, sagen wir mal, auch mit Schülern unterwegs ist oder beim Skiausflug oder wir fahren einen Kegelverein, dann wird es auch gerne mal feuchtfröhlich oder halt der eine oder andere Kaugummi findet mal seinen Weg dorthin, wo er nichts zu suchen hat. Und dann erleichtert natürlich eine Materialwahl die Reinigung ganz erheblich, wenn dementsprechend schon, also jetzt nicht super empfindliche Materialien sozusagen verbaut werden. Da muss man halt immer so einen Kompromiss eingehen. Mache ich jetzt eher so die edlen Stoffe, also Flachgewebstoffe, oder sage ich nicht, nehme halt so die klassischen Transportstoffe, die so ein bisschen dann im etwas dickeren Bereich sind, der sich dann aber auch deutlich einfacher reinigen lässt. Ja. Ansonsten die Sicht nach außen ist, sagen wir mal, beim MAN Lions Coach ja klassenüblich, weder schlecht noch weder besonders gut. Also wir haben nach vorne eine relativ gute Sicht und zur Seite eben auch. Was wir eben nicht haben, sind irgendwelche Besonderheiten, wie beispielsweise ein Glasdach oder wir haben auch keine abgeschrägten Seitenfenster oben in den Bereichen. Aber ich glaube, das erwartet hier auch niemand. Gut, dann soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Coach Euro Test 2019 war, wie gesagt, in Rumänien dieses Jahr. Der Bus ist Coach of the Year 2020 geworden. Und ich muss mal sagen, ja, ich kann mit diesem Ergebnis leben. Jetzt ist nur noch eine Frage zu stellen, wie sind wir denn verbrauchstechnisch unterwegs? Ja? Und deswegen ende ich an dieser Stelle auch noch gar nicht, sondern sage, wir warten mal ab, bis wir nachher wieder am Startpunkt unserer Strecke angekommen sind. Und dann schauen wir mal, was wir so kraftstoffmäßig auf der Uhr haben, wie wir da diesbezüglich unterwegs gewesen sind. Und deswegen sage ich jetzt erstmal an dieser Stelle, bis später. Die Testfahrt ist zu Ende, 600 Kilometer mehr stehen auf dem Tacho und jetzt kommt die spannende Frage, der spannende Augenblick, wie viel Liter Diesel haben wir verbraucht? Dazu tanken wir jetzt einfach mal nach. Schlüssel rein, öffnen. So, natürlich keine Handschuhe dabei.
Aber jetzt geht's los. Wir müssten so um die, was hat es da aufgeschrieben für einen Wert? Ungefähr 150 Liter jetzt hier reinbekommen. Schauen wir mal, wir sind jetzt schon bei 30 Litern. Genau, die Kamera zeigt den Tankvorgang. Liter haben wir jetzt schon getankt. Und jetzt kommt es darauf an, möglichst exakt wieder die Füllmenge von heute Morgen zu treffen. Wir haben zwar unsere Verbräuche auch elektronisch ermittelt, aber das ist dann hier quasi der ultimative Wert, also der, der tatsächlich verbraucht wurde. Ne, deswegen machen wir den ganzen Spaß mit dem Nachtanken. Das ergibt nachher einen Korrekturfaktor und den setze ich dann auf die vom Bordcomputer ermittelten Werte drauf. So können wir tatsächlich wirklich einen realistischen Wert ermitteln. So, jetzt haben wir 147 Liter. Und da kommt auch schon das Ende in Sicht. Die Kamera kann ja mal ganz nah rangehen hier. Und vielleicht, dass auch jeder sieht, wir tanken tatsächlich voll. Also gut zu sehen ist es nicht, aber so ein bisschen. Wir hätten jetzt noch Licht benötigt, haben wir jetzt hier nicht. So, jetzt ist ein Bereich, wir warten kurz, läuft es nochmal nach. Na, es sieht eigentlich schon ganz gut aus. Nochmal ein bisschen, wir haben 158 Liter drin. So, und da bleibt es dann auch stehen bei 158,65 Liter. Gut, den Einfüllstutzen wieder schließen. Zu. Und während mein Kollege, der mich heute begleitet hat, bezahlen geht, werden wir mal nachschauen, was wir denn heute verbraucht haben. Also kommt mit und wir sehen uns gleich wieder. Okay, wir haben vollgetankt. Die Testrunde betrug exakt 601 Kilometer, 601,0. Manchmal kommt es genauso hin. Und wir haben getankt 158,65 Liter Diesel. Und das sind Adam Riese. 26,397 Liter Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer, also 26,4 Liter für einen auf 19 Tonnen ausbeladenen, 13 Meter langen Zweiachser, ein richtig guter Wert. Und weil jetzt vielleicht einige sagen, naja, 26 Liter, da bin ich deutlich drüber, drunter, ja, sind wir auch. Ich sage jetzt einfach mal, wir sind drei Autobahnetappen gefahren. Autobahnetappe 1, 19,7 Liter Verbrauch. Autobahnetappe 2 Berlin-Dresden waren 21 Liter und die dritte Autobahnetappe von Dreieck Nossen bis hier nach Linte, das war ein Durchschnittsverbrauch von 19,07 Litern. Ja? Also 19 Liter glatt kann man sagen. Und ich finde, das sind respektable Werte. Wir sind heute Morgen durch Berlin gefahren und da hatten wir einen Durchschnittsverbrauch in der Stadt, der lag bei 38,6 Litern Durchschnittsverbrauch für reinen Stop-and-Go-Stadtverkehr. Ja, heute Morgen Berufsverkehr, wir mussten ein bisschen umfahren wegen der Trecker-Demo, aber wie gesagt, 38 Liter, auch ein sehr respektabler Wert. Der gesamthohe Verbrauch ergibt sich, weil wir halt nochmal 160 Kilometer sehr schwere Landstraße hatten und da waren wir auch so an die 40 Liter Durchschnittsverbrauch dran. Klar, aber auf den Gesamttag bezogen muss ich sagen, dieser Motor mit seinen Effizienzmaßnahmen, die gemacht wurden, mit Gewichtseinsparungsmaßnahmen, mit der langen Untersetzung, mit dem Getriebe, dem Traxxon 12-Gang, ja,
Alles Maßnahmen, auch aerodynamisch, ergibt tatsächlich eine Geschichte, wo man sagen kann, mit dem Fahrzeug kann man tatsächlich sehr wirtschaftlich unterwegs sein. Gut, dass die EU endlich auch gesagt hat, wir können das Gesamtgewicht von 18 Tonnen auf 19,5 Tonnen erhöhen. Dann braucht man nämlich nicht auch noch eine dritte Achse mitzuschleppen mit all den bekannten Mehrkosten. Nicht jeder wird auf einen Dreiachser verzichten können, ganz klar. Aber wo es möglich ist, so ein Fahrzeug macht absolut Sinn. Gut, in diesem Sinne sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Film hier auf BusTV. Sascha Böhnke. Jetzt war ich den ganzen Tag mit dem MAN Lions Coach unterwegs, den ganzen Tag hinter dem Löwen quasi hergefahren. Naja, logisch, dass ich jetzt nochmal den Lion essen muss. Ne? Von daher, wer Löwe fährt, der darf auch in den Riegel beißen. Mmh. Gut.